Ja, ich war 25 Jahre Hausarzt. Sind Sie pensioniert jetzt oder sind Sie noch? Ich bin im Unruhestand, wie man so schön sagt. Ich erinnere mich noch sehr genau an einen Notfalldienst, den ich vor etwa 20 Jahren hatte. Es war Nacht von Samstag auf Sonntag. Und ich bin so etwa morgen um 2 habe ich ein Telefon bekommen von der Polizei, ich müsse einen Todesfall bestätigen. Das waren immer so Anrufe, wo ich dachte, das kommt nicht gut raus. Ich habe dort in ein Dorf etwa 10 km weiterfahren und habe dann festgestellt, oder man hat mir mitteilt, dass eine junge Frau irrtümlicherweise von ihrem Freund verschossen worden ist. Also keine absichtliche Gewalt? Nein, ist überhaupt keine. Ich weiß nicht, ob der aus einem Weg zurückgekommen ist. Er hat jedenfalls ein Sturmgewehr gehabt, von dem er davon ausgegangen ist, dass es ungeladen sei. Ich weiß nicht, ob möglicherweise Alkohol eine Rolle gespielt hat, also dass man jedenfalls gefestet hat. Und er hat ein bisschen den Löhli gemacht und hat mit dem Sturmgewehr auf seine Freundin gezielt und hat abgedruckt, in der Meinung, es hätte keinen Schuss drin. Und es war leider ein Schuss drin gewesen. Und ja, ich meine, das prägt wahnsinnig, wenn Sie eine junge Frau am Boden liegen gesehen, ein hässliches Einschussloch und ein Täter, der weiß nicht mehr, was geht. Und für mich ist wahnsinnig eindrücklich, mir zu sagen, dass der junge Mann in einem Moment zwei Leben hingemacht hat, das von seiner Freundin und sein eigenes Leben. Und das wäre nicht passiert ohne Schusswaffe? Ja, also ich glaube, das muss man schon sagen. Ich weiß schon, man kann das unterschiedlich anschauen und ich bin auch immer bereit, Gegenseiten zu Wort zu holen oder anzuhören. Ich denke einfach ganz pragmatisch, wenn der junge Mann seine Ordonnanzwaffe nicht daheim hatte, wäre seine Freundin nicht verschossen worden. Herr Böchmann. Gut, das ist ein tragischer Unfall und das kann ich wirklich nicht wegstecken. Das ist ein tragischer Unfall, aber es ist ein Unfall. Und wenn ich mit dem Auto auf die linke Fahrbahn fahre und mir ein Lastwagen entgegenkommt, sorry, das ist auch ein Unfall, der nicht dürfte passieren. Und so wie Sie es geschildert haben, habe ich das Gefühl, der Soldat war nicht gut ausgebildet, dass er ein Gewehr in die Finger nimmt. Und ich meine, es ist ja der Leitspruch, jede Waffe ist als geladen zu betrachten, bis man sich von dem Gegenteil überzeugt ist. Das gilt einfach immer und das muss auch in so einem Fall gelten. Das ist tragisch, aber es ist ein böser Fehler, der einfach nicht passieren darf. Das glaube ich Ihnen auch. Und für mich ist einfach so ein bisschen die Frage, wie viel Risiko sind Sie bereit, auf sich zu nehmen? Oder in so einer Frage auf sich zu nehmen? Kann man sagen, ja, das ist jetzt einfach ein Doppel gewesen, der hätte, und wahrscheinlich ist bei der Entladekontrolle irgendetwas schief gelaufen und so. Aber ist es uns der Wert, so ein Risiko für uns zu nehmen? Auch wenn das vielleicht nur, also, ich weiß nicht genau, wie viele Leute pro Jahr da ums Leben kommen, so. Aber wenn das nur ein Leben in 20 Jahren ist, für mich ist einfach das Leben wahrscheinlich in unserer Gesellschaft, in unserer Kultur das höchste Gut. Und sind wir bereit, wegen etwas, wo, gut, ich gebe zu, ich verstand nicht, warum wir eine Waffe haben sollen, sind wir aber bereit, da halt einfach so etwas wie, es gibt den hässlichen Ausdruck von einem Kollateralschaden. Wollen wir das Risiko in Kauf nehmen? Werner Salzmann. Nein, das wollen wir nicht in Kauf nehmen. Wir wollen jedes Risiko minimieren, bin ich ganz auf eurer Seite. Aber jetzt zu eurem konkreten Fall. Der Mann hat gegen Munitionsbefehl verstoßen. Der hat nämlich alle Munition muss er abgeben im Militär. Die Datenkontrolle ist nicht korrekt durchgeführt worden, was ihm vorgesetzt hat. Jetzt sind wir beim Punkt. Wenn er das Gewehr lässt, im Rechen, wo die Wache ist, vielleicht tut jemand dort manipulieren, passiert dort der Unfall. Also es ist ein menschliches Versagen dort, das hat nichts zu tun mit der Waffe heim oder nicht, wo der Unfall passiert. Ja, da muss man ganz klar unterscheiden. Ja, aber ich meine, nur kurz, dieser toten Frau nützt es nichts. Ja, das ist mir klar und das ist bedauerlich. Und wenn das Sturmgewehr nicht daheim gewesen wäre, wäre es